Jo, was geht ab, Leute? Und zwar habe ich mir gedacht gehabt, hey, jetzt komme ich hier erstmal ein bisschen Basketball spielen. Just so fun, so ein bisschen Freiraum gehabt. Auf jeden Fall, ich glaube, ihr kennt den Platz ja hier. Das ist der Platz, wo ich so ein paar Moves von mir und so gezeigt hatte. Ja. Oder mit Emre zum Beispiel an seinem Geburtstag hier gespielt hatten. Regenwetter war das übrigens. Ansonsten, ja, was will ich eigentlich machen? Ich würde gerne auch mal über die PlayStation 5 noch mal kurz reden. Es gab weiterhin Stornierungen. Ich möchte jetzt nicht groß reden, also ich hoffe nicht, dass es mich trifft, natürlich. Die PlayStation 5 bei Mediamarkt, Saturn und etc. gab es ja weitere Stornierungen. Und zwar hat es mich noch nicht getroffen. Ich hoffe hin, dass es weiterhin nicht trifft, denn ich bin sowas von geflasht auf diese PS5. Vor allem, jetzt kommt's. Die PlayStation 5 liefert so eine geile Grafik. Ich achte voll auf die Grafik, auf das Ballhandling zum Beispiel, auf die kleine Mimik zum Beispiel. So hammergeil. Auf jeden Fall NBA 2K21, darauf will ich überhaupt hinaus. Auf der PlayStation ist schon gut gewesen, auf der PlayStation 5 noch mächtiger. Vor allem glaube ich auch, dass da Raytracing auch mit drin ist, gerade wegen diesen den Lichteffekten und auch diese Spiegelungen. Ansonsten habe ich hier jetzt auf jeden Fall Bilder. Hier irgendwo werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Hier PlayStation 4, PlayStation 5, der Vergleich. Was für eine geile Grafik die PlayStation 5 auf jeden Fall liefert. Und nicht nur bei der NBA 2K21, sondern in zigtausend anderen. Die GTA 6 zum Beispiel, Call of Duty, Cold War. Das sind Sachen zum Beispiel, die ich unbedingt mal, wie viele andere wahrscheinlich auch mal unbedingt sehen will, auch mal zocken will. Ansonsten, was ist eigentlich von mir? Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal einen Trailer durchlaufen lassen von NBA 2K21, der es hier mal sieht. Allein das Video. Vielleicht wird es auch so sein, dass im Spiel nicht so hundertprozentig so wird, wie man es eigentlich in den Trailern sieht oder sowas in der Art. Aber es wird dennoch besser sein als bei der PlayStation 4 und darauf freue ich mich am meisten. Es wird natürlich auch Patches kommen und so weiter und so fort. Grafikpatches, Fehlerbehebungen und so weiter und so fort. Wird das Spiel auf jeden Fall besser machen. Im Endeffekt wird auf jeden Fall gleich der Trailer kommen, dass ihr das auch mal seht. Und somit ist es dann natürlich zu Ende. Und ich werde jetzt hier erstmal nebenbei ein paar Würfe nehmen. Zwei, drei Würfe werdet ihr wahrscheinlich jetzt sehen oder sowas in der Art. Und dann kommt mein Trailer. Ansonsten hier natürlich vielen lieben Dank an die Leute, die mich unterstützen. Würde mich freuen, wenn man mich natürlich mit einem Abo unterstützen tut, mit einem Like. Wenn ihr mich weiterteilen tut an Freunde, Familie, Bekannte und so weiter und so fort. Das wäre es eigentlich von meiner Seite aus. Habe ich sonst noch eigentlich was zu sagen? Nee, solltet ihr Fragen haben, stellt mir die Fragen über Instagram, egal was ist, unter Eddie Buju. Stellt mir die Fragen, auch wenn ihr mich sehen wollt, auch wenn ihr mich einladen wollt zum Game oder sonst irgendwas, gar kein Problem, ich komme. Es soll halt nur nicht so weit sein. Wenn es so weit weg ist, würde ich schon wollen, dass man mich besuchen tut. Und mehr eigentlich nicht. Lieben Dank nochmal an euch alle. Jetzt kommt mein Trailer. Jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just flew a bit. I've been having